Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt diesen Monat. Ja, jeder, der meine Projektvorschau weiß, es kommt einiges diesen Monat. Und zwar, wie ihr seht, Far Cry 4. Ja, wie viele andere Spiele auch, ist das für mich das erste Far Cry, was ich spiele. Aber ich freue mich da schon lange drauf. Ich habe es seit gestern auch schon liegen. Ich bin nur nicht dazu gekommen, weil ich noch arbeiten war und noch ein paar andere Sachen erledigen musste. Und ja, bin leider heute erst am Sonntag dazu zu kommen, es zu spielen. Das ist ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir starten jetzt. Jetzt kommen natürlich noch die Obligatoren. Ich habe auch noch nicht reingespielt. Jetzt kommen natürlich die obligatorischen. Ja, spiel natürlich Kampagne. Ich spiele mal einfach, wir können es ja im Spiel, können wir es ja ändern. Und ich wüsste. Wir spielen mal online natürlich. Okay, dann spielen wir es erstmal offline. Es lädt nämlich gerade noch das erste Patch runter. Das verstehe ich nicht, auch jedes Mal, wenn du ein Spiel das erste Mal startest, musst du erstmal irgendwelche Patches runterladen, die Gigabyte, 2 Gigabyte sind, das nervt. Ah, ich freue mich. Los geht's. Ich hau gleich auch wieder ein paar mehr Folgen raus. Heute. Aber ich muss noch heute noch ein bisschen mehr aufnehmen und ein bisschen mehr bearbeiten. Okay, scheint nur Schrift zu sein, kein Ton. Bring mich zurück nach Lakshmana. Take me back to Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Dein Pass. Atmen. Lass mich reden. Schmiergeld. Ja gut, das kennt man ja schon aus den Trailern. Na du Affe. Sei mal nicht so frech. Was ist los? पटना बॉस पटना पटना में क्या परवा है तो बाढ़ में क्या लेकिन हमारी रेंज से मैंने कहा बाढ़ में क्या क्यूवेट बॉर्डर कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो जॉब मिल गया कुछ मिल गया हेलो बॉस नहीं जाने से निकलो Was geht denn da ab? Alter. War nicht auf mich, ich hab da gar nichts gemacht. Keinerlei Einfluss. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus.
Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Ich glaube, es wird gleich noch einen Toten geben. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. You have one job. Mit einem Coolie, ey. Der Typ ist echt irre. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Der Typ ist echt irre. Starker Stellertyp, sehr gut. Und er hat nicht mal nur Blut, er hat auch Blut im Gesicht, er hat den ganzen Mantel. Wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Der Typ ist echt irre. Kannst sagen, was er will. Die Musik ist cool. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Dankeschön. Ganz schön unhöflich. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter... Sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Das ist ein bisschen asynchron. Na, alles. Danke. Bitteschön. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter andererseits, sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter... Ach, das sind Affenköpfe da unten auf dem Tisch. ...in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten?
Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe. Hilfe, nutz dein Zwerchfell. Hilfe. Hilfe. Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terrorist, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Der Typ ist eindeutig irre, aber richtig irre. De Bleus Anwesen. Erkunde De Bleus Anwesen. Gut, Steuerung ist wieder Sony-typisch. Links bewegen. Oh, rechts springen. Okay, also X springen. Kreis ducken. Da liegt Geld, das kann man doch bestimmt mitnehmen. Was zum Teufel? Muss man erst auf den Tisch springen, um das Geld mitzunehmen. Wir vermeldeten einen Anschlag der goldenen Pfad in der Gegend um Manapur. Wir haben als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in den Höhe der Sergeant Miesra. Okay. Ah, okay. Wird wohl jemand gerade so ein bisschen dezent gefoltert. Ja, aber schön hier. Okay, mit... Ups, was war das denn? Können wir wieder irgendwas aufnehmen? Halten zum Lesen. Ich hoffe, du bist nicht in Dubai. Mama sagt, du findest da zwei Banken oder so. Aber ich hoffe, du musst nicht so viel arbeiten und hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich habe doch bald Geburtstag. Ich habe dich lieb, Ashley. Okay. Scheint für seine Tochter zu sein. Ja, schrei mal noch ein bisschen. Ich muss mich noch ein bisschen umschauen. Ah, ist wieder eine Kiste. Ja. Ein Skalpell. Gott. Wenn ich noch wüsste, wie viel so dieses Geld wert ist, könnte ich aber sagen, hey. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendung vom Glockenturm in der Nähe von Banapur zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaften unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden können. Möge Paganenbeans Licht sie alle leuchten. Blablabla. Okay. Propagandaministerium. Da ist wieder eine Truhe. Kinderzeichnung, Munition für Faustwaffen. Ja, also viel Geld, wie hier rumliegt, scheint das nicht so viel wert zu sein. Ja, ist ja gut. Nerv mich nicht. Junge. Okay, hier ist es nicht mal so schön. Na, du weißt, dass es schlimmer wird. Also lass uns mal zurückspulen, weil du genau verstehst, was ich will. Also,
AJ Gale. Mein Name ist Sabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Moran. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! Krieg ich eine Waffe? AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja. Verstanden. Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's. Halt den Kopf unten. Ich will da rein, ich will da rein. Ein Elefant, ich glaub's nicht. Oh Gott, wie brennt das mal? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die! Okay. Uiuiui. Okay, so mag ich das. Mit wahrscheinlich nicht. Rechts von dir. Schieß auf sie. Ja, mach ich doch. Versuch das. Pass auf. Oh, wow. Na, lad doch mal nach. Jetzt. Was denn? Wo denn? Ach da. Festhalten! Ich glaube, das war nicht so gedacht, oder? Nee, doch, das war schon beabsichtigt. Ich dachte aber, ich bin einfach zu schlecht. Ich mag Shooter-Spiele, also Multiplayer weniger, aber so die Kampagnen. Ist aber einer platt. Nimm das Messer mit. Kyra sei Dank. Hier ist Sabal. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Schon die haben selbst Digitalfunk. Rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Nicht mal wie. Das ist. Springen. Grundlage des Schleichens. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken. Sie wird gefüllt und blinkt, wurdest du entdeckt, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Okay. Okay. Willst du König Min sagen, dass er tot ist? Nein! Dann sieh dich um. Such in den Büschen. Vielleicht versteckt er sich da. Für König Min. Komm schon raus. Wir tun dir nichts. Versprochen. Ich muss. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus. Es ist alles okay. Oh. Unterwegs! Na. Was? Ich denke, ihr wollt nur mit mir reden. Ja, irgendwie haut da was gerade nicht hin. Ich. Hä? Irgendwie haut da gerade was nicht hin. Ich dachte, ich kann die mit R2. So, nochmal. Okay. Findet ihn! Willst du König Min sagen, dass er tot ist? Nein! Dann sieh dich um! Such in den Büschen! Vielleicht versteckt er sich da! Komm
schon raus. Wir tun dir nichts. Versprochen. Dann geht da hin, Jungs. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus. Es ist alles okay. Nein. Ah, fuck. Na super. Ah, fuck. Alter, ich hab einen Stock im Arm. Wieso kann ich die denn nicht runter? Wieso kann ich die denn nicht... Hä, was ist denn das für eine dämliche Steuerung? Los, bring mir das zu Ende. Ich hab doch ein Messer, warum kann ich die denn nicht töten? Verstehe ich gerade gar nicht. Du willst ein Soldat sein? Eigentlich nicht. Ich hab doch ein Messer, warum kann ich die denn nicht töten? Was sind die denn? Also ganz habe ich es noch nicht verstanden. Oh, okay, damit kann ich irgendwas machen. Köter, halte, um ein geegtes Tier zu kräuten und einen Köter zu erhalten. Ach so, okay. Gut, aber wir machen mal eine kurze Pause, weil 20 Minuten sind um und über 20 Minuten, wir sehen uns gleich wieder.